Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Your Brand, Your Story. Ich sitze hier mit Max von Dr. Bronners und herzlich willkommen hier bei uns heute. Erzähl uns doch gerne mal, wer du bist und was du machst. Vielen Dank, Nina. Erstmal schön, dass wir hier sein dürfen auf jeden Fall. Und ja, ich bin Vertriebsleiter bei Dr. Bronners in Deutschland und bin jetzt seit fast 5,5 Jahren im Unternehmen. Ja, Max, Dr. Bronners hat ja jetzt eine sehr bewegende Geschichte und auch schon über mehrere Jahre in der Vergangenheit zurückliegend. Was genau hat es denn damit auf sich? Ja, tatsächlich. Also uns gibt es wirklich seit 160 Jahren und die meisten wissen, dass wir vielleicht ein amerikanisches Brand sind, dass wir zumindest seit dem Zweiten Weltkrieg wirklich halt aus Kalifornien kommen. Aber ich glaube, viele wissen gar nicht, dass wir eigentümlich eine deutsch-jüdische Seifenmanufaktur waren. Ne? Das heißt, die erste Generation ist wirklich hier in Heilbronn aufgewachsen oder Laupheim bei Ulm eher und später dann nach Heilbronn gegangen. Und Emanuel, damals Heilbronner noch, hat es rechtzeitig geschafft auszuwandern, vor dem Zweiten Weltkrieg noch, und ist in die USA schon ausgewandert. Die Eltern hatten leider dann die Gefahr nicht ganz so gesehen und sind leider dann deportiert worden und im Zweiten Weltkrieg umgekommen. Und Emanuel hatte tatsächlich natürlich dann quasi zumindest die Rezepte für die Flüssigseifen und auch für die Stückseifen dabei und hat 3 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg dann die Firma wieder neu gegründet. Er hat erstens das Heil rausstreichen lassen aus seinem Namen, deswegen heißen wir nicht Dr. Heilbronner, sondern wir heißen Dr. Bronner quasi in dem Fall, Dr. Bronners. Und was er dann noch gemacht hat, war, er hat nach einem Leitsatz gelebt und der hieß We are all one or none. Und wie man hier auch genau auf dem Shirt sehen kann, es steht Dr. Bronners All One drauf. All One steht vor allen Dingen deutlich größer drauf und es hat einfach nochmal eine ganz andere Bedeutung. Er sagte einfach, wir sind alle eins oder wir sind nichts. Und das ist so diese Grundidee von ihm gewesen, dass er einfach sagte, es ist doch völlig egal, welche Hautfarbe wir haben, welche Nationalität, welche Sexualität oder welche Religion. Wir sind alles Menschen, wir sind alle gleich. Ne? Und das war sein Konzept, weswegen er wirklich wieder rausgegangen ist. Seine Leitsätze hat er, glaube ich, auch nochmal auf den Produkten verewigt. Genau, genau, tatsächlich. Also, stehen einige Worte drauf. Genau, ich denke mal, einige von euch hatten vielleicht auch schon mal die Produkte in der Hand, du vielleicht ja auch schon mal. Und es ist wirklich so, dass über 3000 Wörter wirklich auf den Produkten draufsteht. Emanuel hatte damals kein Geld und konnte nicht sofort einen Vertrieb aufbauen und konnte irgendwie wirklich vor die Tür und raus mit den Produkten. Er hatte nur die Rezepte dabei, das heißt, er fing das bei sich in der Werkstatt wieder an zu produzieren. Ist dann aber auf die Marktplätze gegangen als Marktschreier und hat dann angefangen, die Seifen wieder zu verkaufen. Hat dann aber gemerkt, die Leute kaufen seine Seifen, aber die hören ihm nicht unbedingt zu. Ne? Sondern seine Idee war, mit einer Seife die Welt zu verändern. Das heißt, er hat sich auf die Tische gestellt und hat Reden geschwungen, ne? Über seinen Weltfriedensplan, über die All-One-Idee. Und als er dann merkte, ja gut, die Leute kaufen seine Produkte, hören aber nicht richtig zu, hat er dann gesagt, ich schreibe einfach alle 3000 Wörter oder alles das, was ich sagen möchte, wirklich tatsächlich hier drauf. Und er hat das The Moral ABC genannt. Und das sind Leitsätze von großen Persönlichkeiten oder teils auch von Religionen, die er dann hier einfach draufgepackt hat. Ja, und die anscheinend auch heute noch passen. Genau. Denn sie stehen immer noch auf euren Produkten drauf. Sie stehen immer noch drauf, ja. Jetzt hast du da schon eines deiner Produkte, die du mitgebracht hast, hochgehalten. Das ist eine tolle Flüssigseife, aber vor allem interessiert mich, da steht 18 in 1 drauf. Ja. Also 18? 18. Also es steht wirklich 18. Es steht nicht 3 in 1 oder 2 in 1, sondern es steht wirklich 18 in 1 drauf. Das kommt daher, wir sind in der Hippie-Zeit dann wirklich groß geworden. Also das heißt, gerade erst in den 60ern, 70ern, als die ganze Hippie-Zeit in den USA aufkam, sind wir zur Kultseife in den USA geworden. Was einfach daran lag, dass die Hippies erstens eine reine Naturseife haben wollten, aber zweitens sich komplett identifiziert haben mit all dem, was hier draufsteht. Ne? Und mit den 18 Anwendungen, das heißt, die fingen dann wirklich an zu sagen, ich wasche nicht nur Körper, Hände, Gesicht damit, was jetzt der Klassiker für ein Duschgel wäre, sondern ich wasche auch mein Auto, ich wasche meine Klamotten, ich wasche meinen Hund damit, ich wasche meine Haare damit. Ne? Deswegen sind es tatsächlich noch 18 Anwendungen und die haben wir auch heute noch übernommen. Ja, also 18 Anwendungen sind natürlich sehr spannend. Du hast ja auch für eine der Anwendungen was mitgebracht. Genau, ja. Eine der Anwendungen, wahrscheinlich auch die verrückteste, wenn ich ganz ehrlich bin, ist das Zähneputzen. Ne? Also man kann tatsächlich mit unseren Seifen super raus, du kannst wunderbar auf ein Festival gehen, du kannst wunderbar in die Natur gehen. Es ist 100% biologisch abbaubar und wir sind vor allen Dingen lebensmittelzertifiziert. Was gleichzeitig heißt, du könntest es theoretisch essen, was aber nicht heißt, dass es schmeckt unbedingt. Man kann sich aber trotzdem bestens damit die Zähne putzen und ich kann das gerne mal zeigen. Ja, super gerne. Gerne. Ja, klar. Alles klar. So. Ein Tropfen drauf, das ist ganz wichtig, das heißt nicht unbedingt mehr. Es fängt nämlich ordentlich an zu schäumen, das liegt am Kokosöl. So, das ist jetzt Zitrusorange, muss ich sagen, schmeckt sogar noch ganz gut. Und ihr seht, schäumt auch ordentlich. Es schäumt ordentlich. Ne? Also dementsprechend kannst du es wunderbar als Zahnpasta nehmen. Ja. Auch super für unterwegs, im Urlaub, auf Camping oder wie du es schon sagst, auf dem Festival ist natürlich optimal. Genau, genau.
Ja. Kurz davor noch das Geschirr gespült und danach die Zähne geputzt. Mhm. So, und ich schluck's jetzt einfach runter. Wie gesagt, das ist Lebensmittel, desinfiziert. Saubere Sache. Ja, so geht's auch. Ne? Ich habe 5 Tage damit auf dem Festival überlebt in den USA auf dem Burning Man. Also das hat sehr gut funktioniert. Top. Aber du hast jetzt nicht nur deine Seife mitgebracht. Ihr habt ja noch einige andere Produkte genau. hier. Erzähl uns doch mal, was es noch so gibt aus eurer Manufaktur. Angefangen, und das ist nun mal das Wichtigste, das ist tatsächlich quasi unser Hauptprodukt. Da kommen wir her, wir machen Seifen. Das heißt, das ist einmal wirklich die 18-1 Flüssigseife in verschiedenen Düften. Ich habe jetzt mal die Düfte mitgebracht, die auch wirklich bei DM verkauft werden. Ne? Und als Pendant dazu haben wir Stückseifen, auch von Anfang an mit dabei. Damit haben wir sogar 1858 gestartet. Das ist die klassische Stückseife. Und wir haben mittlerweile gerade im Sortiment, und das ist gerade ganz, ganz neu, auch bei DM, das ist die kleine Reisestückseife. Das heißt, wir haben wirklich eine Stückseife jetzt mal gemacht, weil die Leute einfach extremst nachgefragt haben nach einer Stückseife, die du super zum Reisen mitnehmen kannst und wo du einfach mal ein paar Wochen mit auskommst. Und das ist diese kleine 35 Gramm Stückseife in Zitrusorange. Dann haben wir noch unsere Körperlotionen. Ne, auch hier wieder lebensmittelzertifiziert, bio, fair. Ne, aber ganz, ganz wichtig, die sind vor allen Dingen sehr ergiebig und ziehen einfach unglaublich gut ein. Also deswegen geben die einfach richtig schön Feuchtigkeit. Dann haben wir hier, ich habe jetzt mal den stärksten von den Düften gerade mitgebracht, das ist unsere Lippenpflege. In dem Fall, wir sind mit allen Produkten komplett vegan, außer jetzt mit 2 Produkten, die ich gerade zeige, weil wir da mit nachhaltigem Bienenwachs arbeiten. Aber ansonsten sind halt Öle noch mit dabei, die halt wiederum pflegen. Und auch bei dem ist es dann wieder so, bei der Lippenpflege ist es auch wieder lebensmittelzertifiziert. Das sind eigentlich alle Produkte bei uns. Und dann komme ich nochmal zu einem Produkt, was demnächst ganz neu auch mit dabei ist. Das ist das Bio Magic Balm. Und ihr kennt das, wenn du trockene Hautstellen irgendwo hast, dafür ist es einfach gedacht. Für alle trockenen Hautstellen, ob Knöchel, Ellbogen, Nase oder auch genauso dann irgendwie die Lippen, dafür kannst du das Produkt super nehmen. Und obendrauf auch als Tipp für frisch gestochene Tattoos. Jetzt hast du vorhin schon gezeigt, wie man sich die Zähne super putzen kann genau. mit eurer Seife. Hast du noch einen Anwendungstipp für mich? Ja, also das heißt, bei den Seifen ist es wirklich so, dass die Seifen dreifach konzentriert sind. Das heißt, du brauchst gerade mal wirklich 3 Tropfen, um dir die Hände zu waschen. Du brauchst eine Mandelform für den gesamten Körper. Das heißt, sie ist wahnsinnig ergiebig und hält halt 3-mal länger als jede konventionelle Seife draußen. Zum Reisen genau richtig. Ich wollte gerade sagen, ja, damit kann ich super in Urlaub fahren. Total. Sie bis zum total. Schluss. Und sie ist, glaube ich, auch komplett abbaubar. Also ich muss kein schlechtes Gewissen haben. Genau. Also sie sind wirklich zu 100% biologisch abbaubar, die Seifen. Das heißt, du kannst wirklich und darfst in die Natur. Und da gibt es einen Fun Fact dazu. Das heißt, wir sind im National Park, im Grand Canyon National Park, sind wir auf der Packliste mit dabei. Da steht eigentlich, du darfst keine Seifen mitnehmen. In dem Fall ist es dann so, außer in Klammern Dr. Bronners. Ne, das ist natürlich, hat uns natürlich sehr gefreut. Ja, absolut coole Sache auf jeden Fall. Was ich auch spannend finde, ihr habt hier noch so ein bisschen Werbematerial mitgebracht. Ja. Mit einer ganz besonderen Message drauf. Also ihr setzt euch auch generell für diese Themen ein. Ihr habt Interesse an Nachhaltigkeit. Klar, ihr produziert die Produkte schon so. Wie ist da so eure Position dazu? In erster Linie wissen wir wirklich genau, wo die Produkte herkommen, wo die Produkte produziert werden, wie mit Menschen und Umwelt vor Ort umgegangen wird. Es ist wirklich die volle Transparenz, die bei uns, glaube ich, an allererster Stelle steht. Wir sind halt bio und fair. Fair ist natürlich dann nochmal ganz spannend, weil du findest draußen nicht allzu viele Naturkosmetikmarken, die wirklich sagen können, sie sind komplett Fairtrade zertifiziert. Und was nochmal ganz spannend ist, ist wirklich, dass wir seit 15 Jahren wirklich zu 100% recycelte Plastikflaschen herstellen. Das heißt, wir sehen zu, dass wir einfach kein Virgin Plastik mehr herstellen, was die Flaschen zumindest angeht. Ihr seid immer noch ein Familienunternehmen. In welcher Generation seid ihr mittlerweile? Sogar in der 5. mittlerweile, der 5. Ihr habt auch eine ganz besondere Gehaltsstruktur, habe ich gelesen. Da gibt es eine Besonderheit, die ihr bei euch habt. Ja, tatsächlich. Also David und Mike Bronner führen das Unternehmen mittlerweile, halt wie gesagt 5. Generation. Gott sei Dank sind wir auch ein Unternehmen, was nur von der Familie geführt wird. Ne, was in dem Fall bedeutet, wir dürfen so verrückt sein, wie wir halt auch sind. Ansonsten wären die Dinge gar nicht so möglich. David und Mike verdienen wirklich nur das 5-fache von dem geringstverdiensten Mitarbeiter. Und das ist bei uns der Lagermitarbeiter. Und die dürfen sich am Ende des Jahres wirklich nichts an Gewinnen rausnehmen, was man normalerweise als Unternehmer ja auch gerne mal macht. Ne, in dem Fall geht das halt gar nicht bei uns. Jetzt sind wir leider auch schon fast am Ende angekommen, aber hast du denn noch ein Statement, was du unbedingt an unsere Community gerne loswerden würdest? Oh ja, gerne. Ich glaube, das ist das wichtigste Statement gerade zur Zeit und das ist wirklich das Statement, weswegen wir auch auf der Glow mit dem Stand auch so sind, wie wir hier sind. Das heißt, in erster Linie wirklich fight for the planet. Und hier geht es einfach darum, dass jeder etwas tun kann. Das heißt, auch du in dem Fall. Das heißt, manchmal fängt es ja schon bei dem Produktkauf an. Es ist wirklich 5 vor 12, was den Klimawandel angeht. Und ich würde wirklich vorschlagen, seid kritisch, fragt nach
Und ich kann es nur anhand von Dr. Bronners wirklich sagen, ihr kauft hier ein Produkt, was in allererster Linie euch gefallen soll. Das heißt, ihr sollt Spaß am Produkt haben, es soll super funktionieren, aber ihr tut gleichzeitig noch was Gutes. Und ich glaube, das ist einfach in der heutzutage wirklich verdammt wichtig. Ja, ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Und an dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich für deine Zeit. Ich glaube, wir könnten noch 2 Stunden länger sprechen. Locker. Es gibt super viel zu wissen über euch und eure Marke. Ich finde es super toll. Danke, dass du heute da warst. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schaltet gerne zur nächsten Folge ein und damit macht's gut. Macht's gut.